Wo bist du? Moin Moin und seid herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich bin's euer Die. Ich bin wieder am Stissen mit Phasmophobia. Mit mir dabei ist wieder die Shaggy. Moin. Hallo. Wir befinden uns hier im Farbenhaus auf der Suche nach Elizabeth Thompson. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich okay, auch. Was braucht man? Thermometer, Bewegungssensor haben wir nicht dabei und Zeuge. Okay, das kriegen wir hin. Wieder Standardschüssel? Nein, nicht die Dildo. Freilich. Immer wenn ich Thermometer nehme, nehme ich immer den Dildo hier in die Hand. Lass mein Knicklicht. Du nennst das Knicklicht, ich nenn's Dildo. Aber es ist ein Knicklicht. Ein Dildo kann man auch knicken. Er leuchtet halt nur nicht. Wobei, da gibt es bestimmt auch ein paar Versionen. Will ich gar nicht so genau wissen. Okay, die gute Elisabeth. Sag mal, hast du schon irgendwas aufgemacht oder so? Türen? Ja. Wieso? Nee, jetzt hat sich jetzt angehört, als hätte jemand ein Kuscheltier geworfen. Ein nee. Kuscheltier. Oh mein Gott, habe ich genuschelt. Kuscheltier. Kuscheltier. Könnte man auch mal machen, eine Folge. Eine Tür gehört. Welche Tür? Das warst nicht du. Welche Tür? Ich glaube die, ja, EMF5. Die hier. Halt, das geht schnell. Ja. Ja, hier habe ich auch 11 Grad gerade gehabt. Gut, dann würde ich sagen, das hier. Also natürlich jetzt noch schnell die Voodoo-Puppen mitnehmen. Voodoo-Puppe Nummer 1. Check. Gut, platziert. Aber ich schau noch mal schnell, ob hier hinten der Generator ist. Macht es. Jupp, der ist hier hinten drin. Okay, passt. Ich geh schon mal raus und hol mal den Rest. Jupp, passt. Ich würde auf jeden Fall schnell die zweite Voodoo-Puppe und dann auch an sie ran. Nicht vergessen, EMF5. Kacke, magst du dann in dem Raum noch kurz Licht ausmachen? Jupp, mach ich. Ah, schade, ist hier ein Waschbecken? Nee, schade. Warte, ich check nochmal gegen Thermometer. Also ich habe halt hier jetzt nur bis jetzt nur 11,3 Grad. Okay. Ah, nee. Doch, 9 Grad, 9 Grad. Beim Rausgehen war es 9 Grad. Gut. Licht aus, Tür zu. Danke. Sehr schön, das wird wieder so eine schnelle Nummer. Und am Ende müssen wir schauen, dass wir den Geist irgendwie provozieren können. Ja. Obwohl, EMF5, ich glaube, da geht schon was. Na gut, das stimmt. Buch und Ding. Kannst du eintragen? Geh schon mal nochmal rein. Jupp. Ich nehme wie immer die Geisterbox mit. Passt. Schau mal, Gruppen, also auch auf jemand alleine. Perfekt. Hä? Der Stuhl liegt am Boden. Warst du das? Ich glaube, der liegt immer am Boden. Ah, okay. Bin voll verwirrt. Aber da bin ich jetzt ja auch gespannt, ob das schon drin ist, mit denen, dass die Geister Gegenstände auf die Spieler werfen können. Sie hat das Licht ausgemacht? Nee. Nee, hä? Ah, nee, nur hier. Oder hast du das Licht ausgemacht? Nee. Dann bin hier ich ist nix. Okay, ich laber mal mit dir. Mach mal. Wo bist du? Bist du männlich? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Irgendwie will sie nicht mit mir reden. Wo bist du? Bist du hier? Bist du männlich? Bist du weiblich? Geh mal raus. Okay, die hat keinen Bock mit mir zu reden. Bin ich schon irgendwie mal... Lol, sie hat das Licht angemacht. Hä? Okay. Gut, wieder aus. Geister auf, hast du noch keinen gesehen, oder? Nee, ich habe jetzt aber die Cam mal anders platziert. Mhm. Ich schaue jetzt auch mal drauf. Weil davor habe ich einfach nur meinen Lichtkegel von der Cam gesehen. Ach, das kann ich ja drin. Also sie war schon aktiv, sie war schon auf Stufe 7. Okay. Oh, okay, im Buch ist das Buch ist beschrieben. Au. Echt? Okay, das war nah an meinem Ohr. Ah ja, Stufe 10 ist gerade.
Ja, das war. Und ich bin geduckt. Warum? Wow, scheiße, es ist alles dunkel. Jagt sie gerade? Nee, nee. Weil es immer noch Stufe 10. Nee, sie jagt nicht, aber es ist alles komplett dunkel. Ist immer noch Stufe 10, Alter. Okay, tschüss. Ah, jetzt hört sie auf. So, bin hier mal in dem Generator. Gut, dann gehe ich mal rein. Warte, haben wir. Oh, schwitze meine Hände sofort. Unter 10 Grad? Ich hatte doch 9 Grad, was? Gut, dann gehe ich nochmal rein, schau auch mal mit dem Thermometer und mache ein Foto vom Buch. Ja, genau. Ich wollte nämlich eigentlich nur hier das platzieren. Okay, sie ist auf jeden Fall neben mir oder so. Wie heißt, ist es eine Sie? Bin mir nicht mehr sicher. Elisabeth Thompson. Ah ja. Okay, sie hat die Tür gerade zugemacht. Irgendeine, was macht sie? Sie spielt mit den Türen, aber mit welcher? Es war Geisterbuch. Also Revenant oder Shade oder Oni. Okay, so. Tolle Leute. 3 Grad haben wir hier, 3,9. Okay, was brauchen wir für die... Ich check schnell aus. Ich geh nur schneller voraus. Oh, das reimt sich. Revenant. Fingerabdrücke. Habe ich keine gefunden. Habe ich die ganze Zeit geschaut. Shade okay. Ist Geisterorb. Und Oni ist Geisterbox. Ah, du bist auch da. Hallo. Moinsen. Ja, dann also, gucken wir nochmal. Fingerabdrücke, Orb und Box. Okay. Jedenfalls schon mal aktiv. Das könnte auf den Oni deuten. Aber der wirft mit Gegenständen. Ah, ich habe das Licht angelassen. Feels bad. Feels bad, man, ja. Dann platziere ich noch eine zweite Cam. Ich nehme jetzt mal Salz mit rein. Salz und mein Knicklicht. Einfach kann. Okay. Das wäre cool, wenn sich der Schaukelstuhl auf einmal bewegen würde. Boah, das wäre so creepy, ey. Okay, du hast die da hinten und platziere ich hier eine. Okay. Thermometer ist nix. Geisterbug checke ich nochmal. Wo bist du? Er sagt close. Okay. Oh, er hat sogar wirklich was nach mir geworfen. Echt? Ja. Okay. Na okay, dann, das klaue ich ihm jetzt. Das hat er nach dir geworfen? Ja. Heute. Ja, ich gehe noch mal hoch und suche nach dem Knochen. Ah ja, ich gehe mit. Close. Ah, Hauptsache ist er wirklich auf mich zugeflogen. Alter Vater. Close in your face. Aber es ist halt immer so mit den Geisterboxen. Zwei, dreimal hat man nichts erkannt, dann versucht man es nochmal und auf einmal, bam, ist er da. Das hab den was. Knochen. Ah, perfekt. Mit mir auf dem Foto. Nice. Oh, er hunted. Oh, oh. Machst du mal die Tür zu? Okay, ich verstecke mich hinter dem Kinderbett. Oh, er kommt. Nicht bewegen, jetzt gerade die Treppe hoch. Ja, ich gehöre. Ich höre nicht mehr. Ich auch nicht. Hallo. Hallo. Schau ich das mal. Oh, er ist bei dir. Oh ja, wie hat er mich jetzt erwischt? Weiß ich nicht. Aua. Oh. Foto. Hä? Oh, Mic Drop. Hocke ich dann noch und sag Hallo? What the fuck? Was ich mich halt auch frage, weil theoretisch reagiert das Spiel ja angeblich auch allgemein aufs Mikrofon. Ob es vielleicht auch so eine Hintertür gibt, dass er nicht nur, wenn man V drückt, ein B drückt, sondern auch so, wenn man normal redet, was hört. Alter, was war das denn jetzt? Das kann ich mir gut vorstellen. Was ist es denn? Oni. Wie ich gesagt habe, der hat nach mir geworfen. Alter. Okay, ich würde sagen, wir fahren dann, oder? Ja, hier, für dich, eine Dose Cola. Was war denn das jetzt für ein Müll? Vor allem, der hätte doch auch die Tür öffnen müssen. Ja gut, nicht jeder Geist öffnet die Türen. Das sind ja Geister. Ach, Mann! Bist du im Truck? Ja, ich stehe neben dir. Warte mal, ich muss noch auswählen, dass es ein Oni ist. Dann bitte noch nicht fahren. Jetzt hat. Aber langsam wird unser Spiel immer besser für die Geister. Wir? Ja.
unsere Gespür. Ja, ja, ja. Oh, scheiße, was war denn das jetzt? Ich wollte dir eigentlich gerade noch erzählen, dass das das letzte Mal auch so war. Mit der Party und dem Licht, nur dass da noch das UV-Licht mitgeleuchtet hat. Und das war dann wirklich so ein Partyraum. Scheiße. Ladies and Gentlemen, das war's mit dieser Folge. Hoffentlich hat es euch gefallen. Leider wurde die Shaggy gekillt. Und zwar ziemlich unerwartet, muss man dazu sagen. Und wir haben jetzt zum ersten Mal gesehen, wie der Geist Gegenstände nach den Spielern werfen kann. Richtig sick, muss man auf jeden Fall dazu sagen. Ja, irgendwann in der nächsten Folge wird es auf jeden Fall Prison geben. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und ja, jetzt noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.